Regierungsauto der amerikanischen Regierung, der Buick Electra, baugleich und ähnlich zum damaligen Chevrolet Impala. Dann der Opel Continental Mark III mit dem Originallack noch unrestauriert. Dann der Ford Stepvan hier, wo man auf der Seite draufstehen kann, um die Kölner festzuhalten, wenn man sie zum Markt bringt mit diesem schönen Auto. Bitte immer weiterfahren, bitte weiterfahren. Anschließend am Torso. Dann hier der wundervolle frühe Lincoln Baujahr 52. Guck mal die Aerodynamik. Jetzt kann man erstmals Scheiben biegen. Ein ganz, ganz seltenes Auto. Dann ein weiterer Lincoln hier aus der Premier-Reihe. Auch hier die Zeit ab bis 1960. Dann ein Cosmopolitan als nächstes Auto in Schwarz-Weiß. Der Ferrari FF dazwischen führt dann an vor dem Ford Thunderbird, der so schön die Blinker um die Ecke blinken lassen kann, hinten als Lauflicht. Der Ford Mustang Porsche, einer 2 als Convertible, dann ein frühe Serie Hardtop Mustang T5, dann der Mach 1 hier, der damals was ganz Besonderes war, aus dem Anfang der 70er Jahre. Und es geht weiter mit dem Ford Mustang, den man in Amerika auch Pony Car nahm, die neue Klasse der kleinen Coupés hier, ein 2.2 Coupé, aus dem später der Shelby wurde, dann ein Hardtop, zweite Baureihe mit der Nummer E1, auch als Cabriolet mit der Nummer E8, dann ein weiterer Boss 302 und dann der Chevrolet 61 und Lindau, eines der berühmtesten von als Shelby Coupé und der legendäre Ford mit Gordon Buick seiner Zeit. Der einzige Jahre in schwarze Auto von Cord, dahinter der Mercury Cougar, auch mit diesen verrippten Leuchten. Und dann hier unser Team von Chem Tools. Alle zusammen hier, die ganze Family, ja. Und ja, voll geladen hier. Also wir haben noch viele Ersatzteile dabei. Oder? Und da kann man das auch alles besichtigen, alles Zeug außer unserer Politur. Und die Tankstelle ist im alten Fahrerlager oben. Ja, im alten Fahrerlager und absolut. Schließt wieder an, sonst müsst ihr nachher mit der Halle überholen. Also hier haben wir Dieter Hofem und seine ganze Familie und hinten sitzt der Andreas neben der Halle, passt auf und filmt auch auf. Hier ist der Mercedes 170S. Jetzt müssen wir uns natürlich beeilen, bitte dranbleiben, ja. Und den 170S erst als Benziner, dann ein Diesel in Rot und Schwarz dazu. Dann der VW Käfer 1303 Cabrio, Baujahr 74 aus jener Zeit, als deren, in der es keine Option für unsere Cabrios gab, außer ihm und dem Rolls-Royce. Dann der Opel P2 1700 als Limousine, der Mercedes 220 in Schwarz, der Sechszylinder. Dann noch einmal der P2 Opel Rekord, Originalzustand und restauriert. Traumhaftes Auto hier, die Nummer P7. Dann der Steierpuch, die Rennsemmel mit dem Boxermotor im Heck. Die Bergziege aus Graz, der Volvo V544, der Buckel Volvo. Dann ein Mercedes 300 SE Cabriolet hier als nächstes. 220 SE ist es, ein 220S in dunkelblau dann. Und da kommt der schöne IFA F8 als Ganzstahl-Cabrio. Dahinter der Chevrolet Corvette in Rot und Weiß. Das Auto, schätzungsweise Baujahr 57. Auch ein BMW Z3, das ist das Auto, das, glaube ich, in Stuttgart beim Eröffnung des Automobiljubiläums gewonnen hat. Hier ist der BMW 507, Originalzustand, Entwurf Albrecht Graf Görz. Nur 251 Exemplare gebaut. Dann ein 280 SE. Ein 1300er Käfer, ein Ovalfensterkäfer, der erste VW mit Metallic-Lackierung kommt hier, Baujahr 55-56, ein T1 VW-Bus, dahinter noch ein Käfer aus der Winkerzeit, hier ein 59er ebenfalls in Metallic, dann der 1500er, der VW T2-Bus, es geht jetzt richtig rund hier, meine Damen und Herren, und da kommen weitere Käfer hier, die Baureihe mit dem amerikanischen Sicherheit. Bedingungen waren wieder ein 1303 Cabrio, ein Customized Käfer hier, etwa Baujahr 59, mit Skiern hinten drauf, der Porsche 914 als nächstes, aber der Sechszylinder, dann der BMW Z1, Entwurf Hamlagei mit den versenkbaren Türen und der Kunststoffkarosserie, ein Vierzylinder Porsche 914 in Giftgrün, der legendäre Wankel Spider, der erste Wagen mit Wankelmotor vor dem Porsche 916, ein weiterer Porsche 914 kommt hier in Schwarz, dann kommt der Targa Porsche gleich mehrfach. Ein ganz früher Targa, erste Baureihe 912er, Vierzylinder in Hellgelb.
ganz selten. Dahinter das Porsche Cabrio, Abbaujahr 88. Dann ein echter RSR Porsche. Dann ein grüner Porsche 911. Dann ein Schnitzer, dann ein Carrera RS Gelb. Ein weiterer und ein schwarzes Coupé des 911S. Jetzt kommt eine riesen Porsche-Parade aus dem neuen Spice. Damals mit dem charakteristischen Kennzeichen Esel ist unterwegs. Dann ein 2,4 Liter. Ein weiterer Porsche 911 Carrera mit Turbo. Ein 911T in Hellgelb als Targa. Dann der 2,4 Liter Porsche Coupé. Ein Alpina BMW 2002 TI mit dem mit 110 PS Orange Auto. Der berühmte Opel Olympia mit dem 36 erinnert. Der Opel Kapitän, Baujahr etwa 1956, 57. Der Ford 12M, 15M, das Meisterschild aus Köln. Der Gutbrot Superia von Jürgen May. Der Superior von Gutbrot von der Landmaschinenfabrik. Und die legendäre Borgmann Isabella als TS Coupé. Auch aus Ludwigsburg. Erst in Metallic Blau. Dann in Weiß, als nächstes der legendäre Borgward. Dahinter der Porsche 944 und der 924er, ein meisterliches Auto von Anatol Lapin entworfen. Dann der Fiat Dino Spider, VW Carmangia, ein bisschen in Custom Design hier mit mehr Leistung. Der BMW CS als 3 Liter hier aus Stuttgart mit Automatik. Der Saab Sonett, wer kennt das rote Auto hier, meine Damen, wenn das jetzt kommt?